Hallo, mein Name ist Lars und heute bauen wir nochmal ein Burgtor. Denn wir hatten ja das andere und das funktionierte mit Command-Blöcken, aber sehr, sehr viele haben in die Kommentare geschrieben, auf der Konsole gibt es keine Command-Blöcke. Deswegen habe ich mir ein anderes Tor überlegt. Viele kennen wahrscheinlich das Tor von Joecraft mit Gravel. Ich werde es mal in der Videobeschreibung verlinken. Ich mag das mit dem Gravel nicht, deswegen habe ich mir mal was anderes überlegt und zwar das hier. Ich finde es so schöner als mit dem Gravel. Wir legen mal sofort los und gucken uns mal an, wie das Ganze gemacht wird. So, für unser Tor brauchen wir als allererstes irgendeinen Block unserer Wahl. Ich nehme jetzt rote Wolle. Ein Redstone-Verstärker, Redstone, Redstone-Fackeln, Sticky Pistons, Schleimblöcke und Knöpfe. Als erstes besteht unser Video aus vier Teilen. Da das Tor aus vier Teilen besteht und der erste Teil ist der untere Teil, der aus dem Boden nach oben gefahren wird. Dafür brauchen wir ein Loch, was 6x4 Kästchen groß ist und zwei Kästchen. So. Und das Ganze nochmal ein tiefer. Jetzt nehmen wir Sticky Pistons. Wir müssen gucken, von wo kommen wir in unser Tor rein. Wenn wir jetzt von hier in unser Tor reinkommen, dann kommen direkt hier in die Ecke 2 und hier in die Ecke auch. Und da kommen noch 2, 1 nach hinten versetzt. Dann nehmen wir Repeater, machen die alle dahinter, verbinden das mit Redstone und können das hier eigentlich einfach rauslegen. Das war unser erster Teil des Tores. Darauf können wir jetzt einmal einen Block unserer Wahl machen, damit wir wissen, hey, das ist der untere Teil von unserem Tor. So machen. Das Ganze weg. So ist wieder da. Kommen wir zum zweiten Teil. Der zweite Teil vom Tor, den machen wir, indem wir unten das ausgefahren lassen. Wir bauen das Tor also so, als wäre es geschlossen. Der zweite Teil ist der obere Teil des Tores. Da das Tor drei Blöcke hoch ist, machen wir jetzt einfach noch zwei Reihenblöcke hier drauf. So. Auf der Rückseite nehmen wir dann die Schleimblöcke und machen die hier vier Stück hin. Jeweils links und jeweils rechts. So. Jetzt gehen wir hin, nehmen wieder unseren Markerblock oder welchen Block auch immer ihr wollt, machen ganz außen von den Schleimblöcken drei hoch. Inneren zwei wieder weg und eine Sticky Piston drunter. Jetzt sieht das Ganze so aus, beziehungsweise so. Jetzt machen wir ein weiter innen. Eins höher, dasselbe nochmal. Sticky Piston nach unten. Jetzt nehmen wir wieder einen Block unserer Wahl. Machen an jeder Sticky Piston zwei Blöcke, den inneren wieder weg und setzen auf die Innenseite, also hier zwischen Sticky Piston und Block, setzen wir eine Redstone-Fackel. Dann ist nämlich alles rausgefahren. Jetzt wäre unser Tor geschlossen. So. Wir wollen das Tor ja auch noch aufkriegen. Dafür gehen wir hin, machen hier hinten zwei Blöcke bei den Redstone-Fackeln, setzen da jeweils einen Repeater drauf. Und dann machen wir dahinter nochmal eine Reihe Blöcke, um die Repeater alle anschließen zu können. Müssen wir hier bei diesem Block für Redstone-Fackeln noch einmal Redstone machen. Oben müssen wir das nicht, also hier bei dem höheren Block, weil der Repeater im Prinzip diesen Block unter Strom setzt und damit reagiert die Fackel. Hier passiert das nicht, der Repeater erreicht erstmal gar nichts. Deswegen muss hier ein Stück Redstone hin. Und jetzt können wir eigentlich hingehen und einfach so eine Fackel machen. Aber wir sehen, das funktioniert nicht so ganz. Jetzt zieht es nur eins hoch. Wir müssen die inneren Repeater, also die Repeater für die Sticky Pistons, die höher liegen, müssen wir langsamer machen. Ich mache es einfach ganz langsam, das ist am einfachsten. Denn jetzt fahren erst die äußeren Sticky Pistons hoch, die ziehen alles ran und dann ziehen die inneren Pistons das ganz hoch. Jetzt ist unser Tor 2 nach oben geöffnet und 1 nach unten geöffnet. Sehr schön.
Kommen wir zum dritten Teil. Der dritte Teil ist im Prinzip die Verbindung von beidem. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie kriegen wir das Ganze verbunden? Wie schaffen wir es, das Ganze mit einem Knopf zu machen? Alles gar nicht so wild. Wir gehen erstmal hier mit einer Treppe runter. Den Block hier lassen wir, also wir stehen eins über von den Repeatern. Und dann gehen wir eine Treppe runter. Warum wir hier eins überstehen, das sehen wir gleich. So, Treppe runter. Jetzt brauchen wir einen Mechanismus, um aus einem Knopf oder einer Druckplatte einen Hebel zu machen. Das ist ganz, ganz einfach. Also ich habe da eine sehr, 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 sehr einfache Variante gefunden. Und zwar nehmen wir vier Repeater und zwei Redstone-Fackeln, das war es schon. Gehen hin und setzen so zwei Repeater, beide in die Richtung gucken und so zwei dagegen. Dann nehmen wir irgendeinen Block, wir können auch Erde nehmen, es ist vollkommen egal. Wir setzen hier an dem ersten Repeater, der dagegen guckt, einen Block. Und hier eine Fackel hin. So, dass die Fackel den hier unter Strom setzt, der aber hierdurch blockiert wird. Weil der Repeater geht ja immer nur in eine Richtung. Dann setzen wir nochmal einen Block diagonal hier. Also so. Und machen hier eine Fackel auch hinter. Jetzt müssen wir hier nur noch Redstone rumlegen. Und das hier ist unser Input. Also das heißt, hier müssen wir ein Signal reingeben im Knopf. Hier kommt das Signal raus. Ihr seht momentan keinen Strom drauf, nichts passiert. Wir müssen nur gucken, ob das Redstone hier lang genug ist, weil das Signal geht ja nur 15 Kästchen lang. Wenn nicht, kann man hier einfach einen Repeater reinbauen, aber wir gucken jetzt. So, wir machen mal einen Knopf hin. Boah, geht auf, wunderbar. Das heißt, Redstone reicht. Wir drücken nochmal. Boah, geht zu, wunderbar. Also man sieht hier, es ist so einfach, aber funktioniert. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier unten das auch noch hier anschließen. Also hier, ne, das ist ja unser Output. Das Problem ist, wenn wir das jetzt einfach anschließen, sehen wir schon, die obere Hälfte ist zu, die untere ist auf. Und wenn wir drauf drücken, ist die untere zu und die obere auf. Das macht also keinen Sinn. Wir müssen das Signal nochmal umdrehen hier. Aber das ist gar nicht so schwer. Wir machen einfach hier eine Fackel hin. So. Und von dieser Fackel gehen wir einfach weg. Das war's schon. Weil die steuert hier alles an. Das Tor ist geschlossen. Und wenn jetzt hier Strom ankommt, geht die Fackel ja aus. Also. Tada! Unser Tor funktioniert. So, kommen wir zum letzten Schritt. Und zwar das Ganze zu verkleiden. Da muss man nämlich auch ein bisschen was beachten. Und natürlich unsere Knöpfe oder Druckplatten anzubringen. So, zum Verkleiden brauchen wir natürlich das Material, was ihr wollt. Ich nehme jetzt Stein. Und wir brauchen zum Beispiel Öfen. Also wir brauchen einen Block, der unbeweglich ist. Der nicht rumgeschoben werden kann, der nicht von Sticky Pistons gezogen werden kann. Und dafür nehme ich Öfen, weil das passt natürlich sehr gut in ein Steintor rein. Als allererstes machen wir hier, da wo die Sticky Pistons sind, machen wir einen Turm von Öfen. Aber so, dass natürlich nicht die Ofenöffnung nach innen zeigt, weil wir wollen das ja nicht im Tor sehen. Das ist ja Quatsch. So. Können wir so machen. Machen wir auf beiden Seiten. Das machen wir auch nur, weil sonst würde das Tor nicht mehr funktionieren. Die Sticky Pistons würden auch die Blöcke hier an der Seite mitziehen wollen. Und dann ist das Gesamte zu schwer für die Pisten, weil die Pisten kann maximal 11 Blöcke ziehen. Und mit den zwei Blöcken hier an der Seite wären es dann 13. Also müssen wir hier Blöcke hinmachen, die sich nicht ziehen lassen und die dann keine Auswirkung haben auf das Gewicht für die Pisten und die Slime-Blöcke. Wir müssen es nur hoch und runter machen, weil natürlich die rutschen ja auch hoch und die wollen ja dann auch den mitnehmen und den mitnehmen. Deswegen machen wir es einfach einmal von oben nach unten. Den Rest können wir bauen, wie wir wollen. Hier ist jetzt natürlich so, bisschen blöd, ne? Aber
Als erstes wollen wir sowieso den Knopf nicht hier haben, sondern woanders. Wir legen den jetzt mal einfach. Wo legen wir den denn hin? Eigentlich egal, wo wir ihn hinlegen. Wir können hier einfach direkt nach unten gehen, zwei Stück. Und legen den so. Hier das Redstone lang, machen das Ganze wieder zu. Und machen Bruchplatten hin. Funktioniert. Wollen wir das Ganze aber auch von innen natürlich machen. Ziemlich easy. Wir können nämlich einfach hier unseren Weg lang machen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir hier nicht drankommen. Dann können wir hier noch so einen Weg machen. So. Zum Beispiel so. Und dann gehen wir hier auch nochmal lang. So. Ja, sind schon relativ weit hinterm Tor. Und dann machen wir hier. So, mal gucken. 1, 2. 1, 2. Machen wir hier. Können wir einen Knopf hinmachen. So. Tor geht zu. Tor geht auf. So, und dann kann man natürlich hier jetzt, wenn man das nicht sehen möchte, es kann ja sein, dass man sagt, so, boah, nee, ich habe keinen Bock auf die Sticky Pistons, ich will die nicht sehen. Macht man eine Reihe Öfen und danach kannst du wieder Stein machen. So. Und das ist eigentlich unser Tor. Hier haben wir noch offen, können wir auch einfach zumachen. So, geht auf. Und wir können natürlich auch. Ja, cool. Wir können natürlich von hier drinnen auch nochmal. Zack. Zack. Man sieht natürlich von innen den Slime, hier die Slime-Blöcke. Finde ich persönlich nicht so schlimm, weil erstens ist es von innen und nicht von außen. Und zweitens, ich mag dieses Gravel-Kombi nicht, wo halt wirklich das Gravel oder das Kies oder Sand oder was auch immer hochkommt und wieder runter. Das mag ich nicht, das gefällt mir nicht gut. Ist auch keine schlechte Idee, aber optisch gefällt es mir nicht. Von daher nehme ich lieber die Slime-Blöcke in Kauf, aber das müsst ihr selber wissen, wie ihr das machen wollt. So, und hier kann man dann natürlich einfach so vorstellt. Fertig. Niemand wird was von eurem Redstone sehen. Und ihr habt hier einfach eine Stadtmauer dran. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Slimeblöcke haben mich echt Nerven gekostet, bis ich das so hingekriegt habe. Das hat echt was gedauert. Aber gut. Und ihr seht schon, kein Mensch sieht was von eurem Zeug. Ihr könnt hier einfach zack. Und fertig. Und wenn euch euer Tor nicht gefällt, dann könnt ihr hingehen, nehmt ihr einfach Blöcke. Ihr könnt die einfach wahllos ersetzen, wie ihr das möchtet. Da passiert nichts. So, ich mache jetzt mal so. Zum Beispiel. Und hier auch noch. Dann haben wir halt so ein Tor. Oder wie ich es drüben gemacht habe, können wir auch Treppen nehmen. Machen zum Beispiel hier drinne so, 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 so und so. Wobei ich sogar eher so machen würde. Dann hat man hier noch so ein, kann man noch so durchgucken oder irgendwie mit der Lanze durchstechen oder ich habe keine Ahnung. Aber das ist die Tor-Variante ohne Command-Blöcke. Ich hoffe, ich konnte allen Konsolenspielern helfen, ein Tor zu bauen ohne Command-Blöcke, weil die auf der Konsole haben ja keine Command-Blöcke, habe ich jetzt auch erst erfahren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du es gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ansonsten sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Slime-Block-Tor.